So, heute nehmen wir Gewichtsmanschetten. Welchen Vorteil haben die? Die haben den Vorteil, dass man das Gewicht nicht anfassen muss und die Hände nicht belastet werden, die Unterarme, man muss nur bewegen. Die sind leichter. Die sehen leichter aus, ne? Nein, die sehen schöner aus. Ja, was besser zu deinem Outfit. So, okay, ganz locker am Handgelenk. Und jetzt gehen wir erstmal zur Hälfte hoch. Zeigen nach vorne. So, richtig schön. Nur bis zur Schulter hoch. Jetzt drehen wir die Hände, damit wir so ein bisschen einen anderen Anteil haben. Ihr merkt, ihr kommt schon nicht mehr so hoch, aber auch kein Problem. Die Arme auslockern. Jetzt schieben wir das Gewicht mit den Händen. Wir drehen. Eine Hand geht so, die andere bleibt so. Und dann wechseln wir. So ranziehen, rüberschieben. Richtig schön rüberschieben. Jawohl. Gewicht verlagern mit den Beinen. Und einmal auslockern. Und? Merkt man, ne? Nee, aber das ist vom Prinzip her nichts anderes, als wenn du eine Hantel in der Hand hast, ne? Ja, dann gehen wir. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch, warte mal kurz, Volker, ich nehme gerade einen Film auf, könnt ihr vielleicht ein kleines bisschen leiser reden? So, jetzt gehen die Arme, rechter Winkel, jetzt gehen die Arme nach oben über Kreuz, kommen wieder im Kreuz runter, andersrum über Kreuz. Immer schön wechseln. Oben bleiben. Wir gehen zur Seite. Hände so hier zusammen machen. Beugen strecken. Merkt man hier schön, ne? Merkt man schön den Pump. Ja. Ach ja. Es gibt gleich Kaffee und Kuchen. Nein, was mit Kuchen. Okay, einfach mal rund machen und auf.
einmal so ein bisschen mobilisieren. Und langsam aufrichten. Dann Oberkörper ganz gerade lassen. Die Arme bleiben fein runter, aber trotzdem bleibt die Schulter hinten. Das ist dann so ein bisschen Konzentration. Die Knie sind durchgedrückt, damit die hintere Seite schön gedehnt wird. Nach vorne, gerader Rücken. Und wieder aufrichten. Okay, jetzt gehen wir von unten links nach oben rechts und ihr guckt eurem Arm immer hinterher. Runter, Kopf geht mit runter, ganz rund machen und jetzt aufrichten von der Lendenwirbelsäule, hinten hinterher gucken. Rund machen, aufrichten, hochkommen. Rund machen, aufrichten, hochkommen. Durchgedrückte Beine? Oder? Nee, also wenn du runtergehst, knickt das, wo du runtergehst, automatisch eigentlich halt. So, anderes Bein. Kopf nach unten richtig schön fallen lassen. Jawohl, super. Und lösen. Auslockern. So, einmal nach oben lang machen. Ganz klein. Als wenn ihr so auf der Skipiste seid und euch gerade vorbereitet auf der Sprungschanze nach unten zu rollen und dann öffnen, ganz groß machen und wieder einrollen. Und langsam lösen. Hüfte lockern, bisschen entspannen. Habt ihr wieder nichts zu trinken mit? Ja. So, wir gehen mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Dann haben wir so ein leichtes Hohlkreuz, damit wir schön stabil sind. Der Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule. Arme sind ganz locker nach unten, wir ziehen nach hinten. Wenn wir hinten sind, gehen unsere Schulterblätter schön fest zusammen. So ein 5-Euro-Schein, ihr könnt auch einen 50-Euro-Schein nehmen. Richtig schön hinten zusammenziehen. Jawohl. Knie sind gebeugt. Leichtes Hohlkreuz. Jawohl. Ja, weil das Gewicht dich runterzieht, ne? Nee, das mache ich zu Hause auch immer. Ach so. Okay, jetzt im rechten Winkel nach außen ziehen. Und rudern. Anziehen, ganz eng am Körper. Jawohl, super.
würde mein Sohn sagen, Oma ist so Krabbeltrocknen. Da ärgern sie mich immer mit. Dann schick den mal mit her, dann zeige ich dir mal, was Krabbelgruppe ist. Ja. In der Ferienzeit, das wäre es doch gewesen. Der wohnt 500 Kilometer weg. Ach so. Na, Glück gehabt. Der kommt nur zum Freiland jetzt. Okay, langsam hoch. Okay, locker. Aber merkt ihr den Unterschied? Man hat halt nicht die Belastung auf dem Unterarm, weil man nichts festhalten muss. Ne? Ja. Egal, ob du Bänder hast oder Handeln hast, du musst immer was festhalten. Ja. Und die Unterarme sind immer angespannt. Und jetzt sind die Unterarme total entspannt und man kann sich viel mehr auf den Muskel konzentrieren. Okay, wir gehen nochmal in die gleiche Ausgangsposition. Trizeps. Schön nach hinten, Ellbogen sind immer auf der gleichen Höhe.